Hey und wie jeden Sonntag, herzlich willkommen zurück bei Compact Physics. Alex hier, heute wieder ein Video aus der Kategorie Fitness and Physics. Heute, nachdem wir uns schon viele Sachen angeschaut haben, das Abnahmepotenzial von Gehen, von Laufen, von Stiegensteigen etc. alles unten in der Playlist verlinkt. Heute schauen wir uns an das Abnahmepotenzial von Fahrradfahren. Nun, Fahrradfahren ist recht schwierig und abhängig davon, welchem Untergrund wir fahren, wie schnell wir fahren, welches Terrain wir unterwegs sind, ob wir gerade sitzen, noch vorgebeugt sind, der Luftwiderstand etc. Nun, wir können das Ganze normieren, indem wir uns auf einen Ergometer setzen, der hat eine Wattanzeige und dann können wir schon losrechnen. Die Hauptfrage, die ich mir stellen will heute und die ich euch beantworten will, ist, was ist sinnvoller, wenn wir im Fitnesscenter sind? Wir sehen, wir haben einen Ergometer, wir haben ein ganz normales Fahrrad oder wir können draußen auch joggen gehen. Nun, die Frage stellt sich, was mache ich, um schneller abzunehmen? Nun, wir rechnen nach. Ergometer fahren. Und nachdem es eine unbequeme Wahrheit ist, werden wir feststellen, dass das Ergometerfahren und das Abnehmen nicht unbedingt zusammenpassen. Gut, das Szenario wie folgt. Wir sind im Fitnesscenter, sitzen am Ergometer und haben 100 Watt auf unserer Anzeige. Wir fahren mit 100 Watt. Wie viel leistet der Körper in dem Moment? Nun, blöde Frage oder etwa doch nicht? Keine blöde Frage, weil 100 Watt wird er nicht leisten. Tatsächlich müssen wir uns den Wirkungsgrad anschauen. Das ist nämlich nichts anderes als das Verhältnis von Nutzen und Aufwand bei dem, was wir hier treiben. Das Ergometerfahren hat einen Nutzen, nämlich die Bewegung, beziehungsweise das Fahrrad an sich, die Bewegung, die wir machen. Der Aufwand ist der Energieumsatz in unserem Körper. Nun, jedes Ether, ein wirkungsgradbezogenes Ding, hat den Nutzen zu Aufwand mal 100 in einer gewissen Prozent angegeben. Das heißt in unserem Fall Nettoenergie durch Bruttoenergie. Nun, wie schaut das jetzt? Ich habe hier verschiedene Tabellen, wo hier Ethers aufgezeichnet sind. Wenn wir an ein Perpetuum mobile denken, Ether über 100% funktioniert nicht. Auch die perfekte Maschine mit Ether gleich 100% kann auch nicht funktionieren. Nun, ein gewisser Energieanteil aus dem Energieflussdiagramm muss immer in Wärmeübertrag übergehen bzw. verloren gehen. Wir haben einen Ether unter 100%, unter 1, was realistisch ist. Und bei unserem Körper, nun wie schaut das jetzt bei unserem Körper aus? Ether für einen Menschen, nun da können wir nachschauen, das liegt zwischen 0 und 30% im Energieumsatz bezüglich chemischer Energie auf mechanische Energie. Und dieser Rest, ja, zwischen 0 und 30% wird in Wärme übergehen. Das ist beim Ergometerfahren eigentlich der Hauptgrund und das Hauptproblem, der Hauptnutzen. Beim Abnehmen werden wir später sehen. Ether Mensch wird jetzt, wenn wir hier wieder ein bisschen Wörter in Formeln einbauen, aus äußerer Muskelarbeit, das Verhältnis zu äußerer Muskelarbeit zu in Muskeln umgesetzte chemische Energie, das heißt chemisch zu mechanischer Arbeit im Prinzip, nichts anderes, passieren und das mal 100 gerechnet, kriegen wir wieder Prozent. Nun, wir haben da eine Tabelle extra für den Menschen, nämlich für verschiedene Tätigkeiten. In der Ebene gehen haben wir einen 27-prozentigen Wirkungsgrad. Wenn wir Rad fahren, haben wir 25%, Treppensteigen mit 23% und Laufen mit einem Wirkungsgrad von 20%. Nun, ganz wichtig, wir sehen, Laufen, wie wir alle wissen, ist doch eindeutig schwieriger, als in der Ebene zu gehen. Widersprüchlich zu dem 27% vom Ebene gehen auf 20% Laufen. Nein, natürlich nicht, weil wir dürfen den Wirkungsgrad und die Anstrengung nicht miteinander verwechseln. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ether, nämlich der Wirkungsgrad, gibt tatsächlich den relativen Wert der Energie an, die genutzt werden kann. Nun, und sozusagen sagt überhaupt nichts über die Anstrengung aus. Die Anstrengung wäre der absolute Energieumsatz. Die beiden haben nichts miteinander zu tun. Sogar konträr, was bedeutet das? Ausdauerleistungen, wie wir hier sehen, und das nenne ich Ausdauerleistungen, sind zwischen 20 und 30% in unserem Wirkungsgrad behaftet. Das heißt, 70 bis 80% einer Ausdauerleistung gehen direkt verloren in Wärme. Und diese Wärme ist in unserer Sprache natürlich ein verloren gegangenes, schlechtes Ding bei einer Maschine, aber nicht, wenn es ums Abnehmen geht. Diese verloren gegangene Wärme ist unglaublich wichtig und nötig für uns, denn die beschleunigt den Abnahmeprozess. Man glaubt es kaum, beim Rad, wenn wir ein konkretes Beispiel nehmen, haben wir 25% nutzbar. Nun, das heißt, wenn der Ergometer die 100 Watt, und jetzt erübrigt sich die Frage an sich, tatsächlich anzeigt, dann wird das als Nettowert pro Zeit, als Nettoleistung angesehen. In Wirklichkeit sind diese 100 Watt am Ergometer eigentlich Wirkungsgrad behaftet. Bedeutet, wenn wir rückrechnen auf eine Bruttoleistung, dann hätten wir 400 Watt innere Leistung, die tatsächlich nur als 100 Watt am Ergometer angezeigt wird. Das heißt, das Abnehmen
beim Radfahren mit einem Wirkungsgrad von 25% geht um 4-mal so schnell. Aha, als das, was am Ergometer tatsächlich auch draufsteht. Wenn wir das auf Laufen aufdrösen, sehen wir, dass das 5-fach ist. Und jetzt erübrigt sich wieder die Frage, warum der Wirkungsgrad abnimmt, wenn wir anstrengendere Dinge machen, weil das ja genau gegengleich wirkt. Nun, Wirkungsgrad und Anstrengung, schwierig zu kombinieren, aber so könnte man den Rückschluss ziehen. Abnehmen geht 4-mal so schnell, als tatsächlich angezeigt wird. Klingt ja recht schön und gut. Jetzt haben wir aber die Frage an sich, 4-mal schneller als was? Oder ist das überhaupt schnell? Oder, ich meine, wie lange muss ich tatsächlich am Ergometer sitzen, um 1 Kilo Körperfett, wir wollen es immer wissen, abzunehmen? Und das können wir leicht ausrechnen. Wir nehmen die 60 Kilogramm Person und die läuft theoretisch, sagen wir, in 1 Kilometer in 6 Minuten. Ein sehr gemächlicher Lauf, der unter Profiläufern als aktives Stehen bezeichnet wird. Na, Spaß beiseite, das ist nichts anderes als eine innere Leistung von 700 Watt. Darauf beziehe ich mich auf als Wissen voriger Videos, die Playlists, da findet ihr diese Rechnungen sehr gut drinnen. Und jetzt vergleichen wir dieses angenehme, langsame Laufen mit 6 Minuten pro Kilometer mit 175 Watt Ergometer fahren und kommen drauf, aha, 175, 25% Wirkungsgrad behaftet, also mal 4, er spricht auch 700 Watt. Nun, jeder, der Ergometer gefahren ist, weiß, 100 Watt am Ergometer kann man als Anfänger sehr leicht fahren. Angenehm, über eine halbe Stunde, Stunde, kein Problem. Steigern wir uns aber auf 150, 175, das ist schon sehr, sehr schwierig, über längere Distanzen auch wirklich fit durchzuhalten. 175 Watt ist nicht ohne. Und da sehen wir das Problem am Ergometer. Selbst wenn wir kaum eine Geschwindigkeit bei einem Laufen haben, also eines der langsamsten Joggen überhaupt mit 6 Minuten am Kilometer, dann sind wir schon in derselben Größenordnung, als würden wir uns total ablangen am Ergometer mit 175 Watt, bezogen auf einen Anfänger, der gerne abnehmen will. Und jetzt sehen wir das große, große Problem und die unbequeme Wahrheit. Ihr seht es in der Tabelle jetzt, je mehr wir Richtung Profiläufer unterwegs sind mit 4 Minuten, 3 Minuten, desto unmöglicher werden die Wattanzeigen, die du am Ergometer tatsächlich machen müsstest, damit du auf dieselbe innere Leistung eines Joggers kommst. Das heißt, das Ergometerfahren an sich, abgesehen man hätte Gelenkprobleme und muss auf das Laufen verzichten, ist generell absolut eine schlechte Idee im Fitnesscenter oder auch draußen. Nun, tatsächlich abzunehmen. Das kann ich auch verdeutlichen mit dieser Grafik, die jetzt eingeblendet ist. In der Grafik schauen wir uns zum Beispiel an die Ergometeranzeige bei 100 Watt. Da müssten wir tatsächlich 21 Stunden Rad fahren bei 100 Watt, damit wir 1 Kilogramm Körperfett verbrennen. Und das ist im Vergleich zu einem normalen Laufen, was jetzt nicht sehr schnell ist, mit 6 bis 12 Stunden erledigt. Da sehen wir den riesen Zeitunterschied zwischen Ergometer und Joggen, schon bei einer sehr angenehmen Ergometeranzeige. Nun, das Einzige, und ich will jetzt nicht ganz verzichten auf dieses Ergometerfahren, weil es gibt eine Chance. Wenn wir das konsequent durchziehen und wenn wir besser werden, dann gibt es Steigerungsbedarf und sogar sehr gut. Bei einer Steigerung von 100 auf 150 Watt, und das ist mit einem ständigen Training möglich, machbar, sinkt die Trainingszeit aber gewaltig, nämlich von 21 auf 14 Stunden, wir sehen sie nochmal in der Grafik. Das heißt, als Anfänger werde ich mich nicht, zumindest als Physiker, auf einen Ergometer setzen, sondern ich werde langsam beginnen. Und wir sehen, es gibt schon bei 6 bis 7 Minuten am Kilometer, und das ist wirklich sehr langsam gelaufen und gemütlich, ein viel größeres Abnahmepotenzial. Du formst deinen Körper durch Joggen, auch im Langsamen, viel mehr als durch Ergometerfahren. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt wieder was dazugelernt. Ich hoffe, ich habe euch nicht jede Motivation mit Ergometerfahren genommen. Wir sehen, es gibt bei einer Steigerung auch wirklich Chancen auf Besserung. Falls ihr mehr von diesen sportlichen oder Fitnessvideos sehen wollt, dann bitte einfach in die Kommentare schreiben. Sonst sehen wir uns nächste Woche mit einem anderen Thema wieder, aus der Physik. Bis dahin, stay compact.